Die Grundlage, um bei Google gefunden zu werden, ist die Erstellung einer On-Page-optimierten Webseite. Nur wenn man den Google-Algorithmus bzw. das vielschichtige Regelwerk von Google im nötigen Ausmaß berücksichtigt, hat man langfristig die Chance, auf der ersten Seite bei Google mit möglichst vielen Keywörtern zu landen. Hallo, ich bin Andrea von Company for You and Me. Ja, und in diesem Video erfährst du, was du im Rahmen der On-Page-Optimierung deiner Webseite beachten musst, um bei Google ganz vorne gefunden werden zu können. Denn das ist es, was wir hier auf unserem YouTube-Kanal erreichen möchten, dass du mehr und mehr verstehst, wie du ein erfolgreiches Unternehmen systematisch erfolgreich aufbauen kannst. Also abonniere gerne unseren Kanal, damit du als Erster über neue Inhalte von uns informiert wirst. Ja, heute geht es um das Thema On-Page-SEO. Grundsätzlich gibt es mittlerweile hunderte Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind, ob man bei Google ganz vorne gefunden wird oder nicht. Bei der On-Page-Optimierung kann man aber zu Beginn drei wesentliche Teilbereiche eingrenzen: Meta und Technik, Struktur und Inhalt. Mit der gut verträglichen Software für Laien von SEObility kannst du deine Webseite hinsichtlich dieser Parameter analysieren und erste Rückschlüsse ziehen, welche Details an deiner Webseite verbessert werden sollen. Wesentlich ist, es gibt hier viele technische Details, die du in der Tiefe nur sehr schwer verstehen kannst, wenn du keine Webdesignerin oder Webdesigner bist. Und es würde auch den Umfang dieses Videos sprengen, hier alle wesentlichen Details der On-Page-Optimierung zu beschreiben. Eine effiziente Herangehensweise ist, wenn du deine Webseite in Zusammenarbeit mit deiner Webdesignerin oder deinem Webdesigner mittels SEObility analysierst und einen Plan entwickelst, damit deine Webseite so aufgesetzt oder umgearbeitet wird, damit du in Zukunft bestmögliche Ergebnisse erzielst. Kommen wir nun zu einer enorm wichtigen Frage. Wie kannst du SEO-optimierte Texte für ein klar definiertes Keyword-Set definieren und schreiben? Besonderes Augenmerk legt die Google-Suchmaschine auf dein Keyword-Set und im Detail ausgearbeitete SEO-Texte. Suchmaschinenoptimierte Websites weisen eine hohe Dichte an themenverwandten Keywords auf, sind inhaltlich eng gehalten und führen zahlreiche mit dem Keyword verwandte und assoziierte Begriffe, die sogenannte Wortwolke. Um ein Beispiel zu machen, eine suchmaschinenoptimierte Webseite für Erklärvideos würde sich nicht nur mit dem Keyword Erklärvideo beschäftigen, sondern auch Erklärvideoagentur, Erklärfilm, Preise, Produktvideo und weitere mögliche Begriffe, die Sinn machen würden. Man sollte hier systematisch an die Identifikation der Begriffe der Wortwolke herangehen und ein klares Brainstorming vollziehen, zu welchen Keywords man SEO-optimierte Texte schreibt und vor allem in einem Text möglichst viele themenrelevante Keywords unterbringt. Dazu fertigt man sich am besten eine Liste in Form eines Keyword-Sets in einer Excel an. Und so läuft die Keyword-Recherche in der Praxis ab. Zu Beginn machst du einfach mal ein Brainstorming, welche Keywords deiner Meinung nach Sinn machen würden, und schreibst diese alle in einer Excel-Liste auf. Der nächste Stopp führt dich in das Google-Suchfenster auf Google selbst. Dort findest du die Latent Semantic Indexing Keywords, abgekürzt LSI Keywords. Du gibst ganz einfach die Keywords deiner Excel-Liste eines nach dem anderen in der Google-Suchleiste ein. Google empfiehlt dir dann weitere alternative Keywords, die LSI-Keywords. Weitere LSI-Keywords findest du auch, wenn du nach dem Suchbegriff bei Google suchst und dann ans Ende der ersten Suchseite scrollst. Nachdem du das gemacht hast und dir keine weiteren Keywords mehr einfallen, gibst du deine Keywords im Google Keyword Planner ein. Der Google Keyword Planner empfiehlt dir dann automatisch weitere relevante Keywords. Die Keywords, die für dein Unternehmen Sinn machen, fügst du dann einfach in deiner Excel-Liste hinzu, bis du ein möglichst breites, stimmiges, finales Keyword-Set festgelegt hast. Nachdem du dann ein breites Keyword-Set finalisiert hast, gibst du am besten alle Keywords bei SEObility nochmals ein und überprüfst erneut das Suchvolumen der einzelnen Keywords. Alle Keywords, die über 10 Suchanfragen im Monat haben, behältst du bei. Wenn du bei SEObility das Keyword-Set eingibst, hast du auch langfristig alle Keywords im Überblick und auf welcher Position du mit dem jeweiligen Keyword bei Google rankst. Im letzten Schritt musst du nun entscheiden, welche Keywords du in einem SEO-Text zusammenfasst. Das Zusammenfassen von Keywords ist ein enorm wichtiger Prozess, der sehr stark darüber entscheidet, ob du hier bestmöglichen Content langfristig aufbaust, den Google gut bewertet. Ich mache hier zwei Beispiele, damit du dir das leichter vorstellen kannst. Beispiel 1. Nehmen wir an, du hast folgende drei Keywords zur Auswahl:
Erklärvideopreise, Erklärfilmpreise. Wie viel kostet ein Erklärvideo? Diese drei Keywörter kannst du alle in einem Blogartikel oder Ratgebertext unterbringen, da sie alle das gleiche Thema innehaben. Beispiel 2. Nehmen wir an, du hast folgende zwei Keywörter zur Auswahl: Erklärvideo-Stile, Erklärvideo erstellen lassen. In diesem Fall bist du gut beraten, zwei eigenständige Blogartikel oder Ratgebertexte zu erstellen, da diese beiden Keywörter thematisch viel zu weit auseinander liegen. Es gibt natürlich noch viele weitere Wege, dein Keyword-Set zu erstellen. Diese Form ist meines Erachtens für einen Laien die einfachste Form, sein Keyword-Set im Do-It-Yourself-Modus möglichst professionell festzulegen. Natürlich besteht für dich auch hier die Möglichkeit, diese Eingrenzung des Keyword-Sets von einem Profi vornehmen zu lassen. Danach geht es darum, professionelle SEO-Texte für das festgelegte Keyword-Set zu schreiben. Wie du das am besten angehst, zeige ich dir jetzt. Eines gleich vorweg, die Zeiten, in denen auch schlechte Texte gut gerankt haben, sind zum Glück vorbei. Wer gut ranken will, muss auf jeden Fall in die Qualität guter SEO-Texte investieren. Bei aller Motivation, professionelle SEO-Texte zu schreiben, darf dabei aber nicht vergessen werden, dass die Texte nicht für die Suchmaschine, sondern für Menschen bzw. potenzielle Kunden geschrieben werden. Wichtig ist, je größer der Mehrwert für die Lesenden, desto höher wird die Verweildauer auf deiner Webseite ausfallen, was für Google ein wesentliches Bewertungskriterium hinsichtlich deiner Rankings darstellt. Bevor du zu schreiben beginnst, denke an die Mitbewerberanalyse. Überprüfe die ersten 3 bis maximal 10 organischen Suchergebnisse bei Google und schaue dir im Detail an, wie hier die Texte geschrieben wurden. Dein Ziel sollte es sein, einen SEO-Text zum jeweiligen Thema zu schreiben, der all diese Texte bestenfalls in den Schatten stellt. Nur wenn du einen Text schreibst, der wirklich gut recherchiert ist und den Inhalt deiner Mitbewerber vor allem qualitativ übertrifft, schaffst du die Basis, auf der ersten Seite bei Google ranken zu können. Hast du dich einmal für ein Keyword bzw. mehrere Keywords für ein Thema entschieden, kannst du beginnen, deinen ersten SEO-Text zu schreiben. Ob du komplett neue SEO-Texte für deine Webseite und Blogs verwendest oder bereits bestehende überarbeitest, bleibt dir überlassen. Wichtig ist, dass die Texte einzigartig sind und wirklich in die Tiefe gehen. Für die SEO-Optimierung ist es natürlich sinnvoll, bestehende Texte noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls komplett umzuformulieren, damit diese dem Google-Regelwerk entsprechen. Kommen wir nun zum nächsten wichtigen Punkt, SEO-Überschriften. Mit SEO-Überschriften entscheidest du, ob die Userin oder der User auch den Rest des Textes liest oder nicht. Darum ist eine gut formulierte Überschrift enorm wichtig. Die wichtigste SEO-Überschrift ist die sogenannte H1, also die Hauptüberschrift. Baue das Hauptkeyword möglichst weit vorne in der SEO-Überschrift ein, das ist enorm wichtig. In den Unterüberschriften H2, H3, H4 und so weiter muss das Hauptkeyword nicht immer, aber dennoch vermehrt vorkommen. Oft werden auch nur die SEO-Überschriften H1, H2, H3, H4 überflogen, bis man eine interessante Passage entdeckt, welches das Thema im Detail behandelt, nachdem man sucht. Umso wichtiger ist es deshalb, dass die SEO-Überschriften so präzise wie möglich formuliert werden. Markiere die wichtigsten Keywords oder Passagen fett, so erschließt sich der Inhalt auch beim groben Überfliegen sehr schnell. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ein Inhaltsverzeichnis für H2-Überschriften anzulegen. Ein gut geschriebener SEO-Text hat möglichst klare Hauptüberschriften, H2 im Fließtext, damit man verschiedene Themen bestmöglich eingrenzen kann und um ein möglichst geordnetes Leseerlebnis zu schaffen. Du bist gut beraten, eine stimmige Hauptüberschrift H1 zu wählen und eine einleitende Textpassage. Danach bietet es sich oft sehr gut an, einen Überblick hinsichtlich aller Themen mittels eines Scrollmenüs im Text zu implementieren, indem man hier alle weiteren H2-Überschriften, die im Text vorkommen, tabellarisch aufzeigt. So hat die Userin oder der User beim Lesen deines Textes einen bestmöglichen Überblick, was ihn hier thematisch alles erwartet, und hat auch die Möglichkeit, gleich auf eine der Überschriften zu klicken und wird dann mittels der Scroll-Funktion zu der bevorzugten Textpassage geleitet. Manchmal bietet es sich auch an, H3-Überschriften im Inhaltsverzeichnis anzuführen. Wenn du dir das mal konkret vor Augen führen möchtest, wie das anhand eines Beispiels aussieht, schau dir am besten folgende Seite an. Die URL verlinke ich dir auch noch unter dem Video im Beschreibungstext. Kommen wir nun zum nächsten wichtigen Punkt, SEO-Fließtext. Google gibt keine konkreten Vorgaben, wie viele Wörter ein idealer SEO-Text innehaben sollte. Allerdings gibt es klare Anzeichen, dass umfangreiche Texte mit über 1500 Wörtern dann doch am besten ranken.
Letztendlich suchen Leserinnen und Leser nach relevanten Informationen und möchten viele Themen nicht nur oberflächlich recherchieren. Informiere in deinen SEO-Texten deshalb ruhig, umfangreich, ohne dass du dabei unnötig um ein Thema kreist. Der nächste wichtige Punkt ist die Keyword-Dichte. Experten streiten sehr darüber, wie hoch die Keyword-Dichte im Verhältnis zur gesamten Textlänge sein sollte. Ich empfehle dir, eine Keyword-Dichte im Bereich von 1 und 5% einzuhalten. Die Keyword-Dichte kannst du mit SEObility dann messen. Wenn dein Text zum Beispiel 1500 Wörter lang ist, dann sind 1% 15 Wörter und 5% 75 Wörter. Ich würde dir hier empfehlen, dich in der Mitte bei etwa 3% zu bewegen und hier die Fülle der unterschiedlichen Haupt- und Neben-Keywords in der Höhe von 45 Keywords in Summe unterzubringen. Wie gesagt, sobald du deinen Text fertiggestellt und online gestellt hast, kannst du sofort mit SEObility deinen Text überprüfen, ob dieser den On-Page-SEO-Regeln entspricht und ob auch deine Keyword-Dichte regelkonform ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die interne Verlinkung. Diesen Schritt vergessen viele, es ist aber für einen guten SEO-Text enorm wichtig, interne Verlinkungen vorzunehmen. Das Prinzip funktioniert ganz einfach. Du kannst den Mehrwert deiner Texte steigern, indem du auf andere Inhalte deiner Webseite aufmerksam machst. Mit Hilfe von Internal Links kannst du in deinen SEO-Texten hilfreiche Verbindungen schaffen. Zum Beispiel kann man in einem Blogbeitrag über das Thema 4 beliebteste Erklärvideostile 2021 schreiben und in diesem Blogbeitrag dann 4 Verlinkungen zu den weiterführenden Blogbeiträgen hinzufügen, wo dann speziell der jeweilige Stil, Whiteboard-Erklärvideo, Farb-Erklärvideo, 3D-Erklärvideo, Spezial-Erklärvideo im jeweiligen fortführenden Blogartikel behandelt wird. Auf diese Weise lenkst du die Leserin oder den Leser durch deine Website mit dem Ziel, wichtige Antworten auf ihre bzw. seine Fragen zu finden. Enorm wichtig ist bei Verlinkungen, welchen Ankertext du im Detail verwendest. Der Ankertext ist das einzelne Wort oder der Satz, der für die Verlinkung markiert wird. Im Ankertext muss für die Userin oder den User ersichtlich werden, wohin diese Verlinkung thematisch hinführt, damit auch die nötige Motivation entsteht, drauf zu klicken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du Call-to-Action-Buttons in deinen Texten einbaust, denn der beste Traffic und die längste Verweildauer bringen dir und deinem Unternehmen allerdings nur wenig, wenn aus diesen Besucherinnen und Besuchern keine potenziellen Leads werden. Setze daher in deinen SEO-Texten bewusst farblich hervorgehobene Call-to-Action-Buttons, in denen du deinen User zum Handeln aufforderst. Wichtig ist auch die Gestaltung deiner Texte. Bekanntlich ist das Auge mit. Das gilt auch für die Formatierung deiner Texte. Sorge für einen ausreichenden Zeichenabstand, Zeilenabstand und vermeide lange Textblöcke. Arbeite mit Abschnitten von nicht mehr als 3 bis 4 Sätzen pro Absatz. Bedenke auch, Texte im Internet werden anders gelesen als zum Beispiel ein gedrucktes Buch. Hier hangeln sich Leserinnen und Leser lieber von Satz zu Satz als von Textblock zu Textblock. Während man ein Buch gerne mal bewusst über mehrere Stunden liest, nimmt man sich das bei einem SEO-Text eher selten so vor. Verpacke daher deine Inhalte so, dass man die Informationen schnell und leicht in Blöcken aufnehmen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Setzen eines Page-Titels und der Meta-Description. Für jeden einzelnen SEO-Text solltest du einen eigenen Page-Title und eine eigene Meta-Description formulieren. Ansonsten macht es Google automatisch und das ist meistens nicht zufriedenstellend. Der Page-Title ist eine kurze Überschrift, der im HTML-Dokument deiner Webseite pro Unterseite eingepflegt wird und man dann bei den Google-Ergebnissen auch als Hauptüberschrift sieht. Die Meta-Description ist ein kurzer Beschreibungstext, die ebenfalls im HTML-Dokument deiner Webseite pro Unterseite eingepflegt wird und unterhalb der SEO-Überschrift deines Suchergebnisses bei Google als zusätzlich beschreibender Text erscheint. Der wesentliche Vorteil eines gut formulierten Page-Titles und einer gut formulierten Meta-Beschreibung ist, es erhöht die Klickrate auf deine Suchergebnisse und wenn diese richtig implementiert wurde, kann sich das auch für dein Google-Ranking positiv auswirken. Binde auch im Page-Title und in die Meta-Beschreibung deine Keywords ein. Das Mindeste sollte sein, dass du das Haupt-Keyword einpflegst. Die Keywords werden dann dick gedruckt in der Beschreibung angezeigt und erhöhen somit die Chance auf weitere Klicks bei den Google-Ergebnissen. Wie viele Zeichen der Page-Title und die Meta-Description haben sollen, variiert Jahr für Jahr. Bitte das einfach googeln, was hier aktuell empfohlen wird. Wenn du SEObility verwenden solltest, gib dir die SEO-Software eine klare Zahl vor. Nachdem du den SEO-Text geschrieben hast, solltest du diesen im zweiten Durchlauf noch einmal Korrektur lesen.
Ich finde, es ist eine gute Herangehensweise, wenn man zwischen dem Schreiben des ersten Entwurfs und der Korrektur eine Nacht drüber schläft, damit man ein bisschen Abstand gewinnt und sich erst dann auf die Fehlersuche begibt. Folgende Dinge solltest du hier nochmals hinsichtlich deiner Texte überprüfen. Stimmt die Rechtschreibung inklusive Kommasetzung? Sind wirklich alle relevanten Keywords untergebracht? Ist die Keyword-Wolke bestmöglich definiert worden? Lassen sich noch Formulierungs- oder Ausdrucksfehler finden? Sind die SEO-Überschriften gut gewählt? Haben die SEO-Texte einen roten Faden? Gibt es unnötige Wiederholungen im Text? Stimmen alle Angaben? Die beschriebenen Regeln sind wesentliche Anhaltspunkte für die On-Page-Optimierung von Websites. Sie sind weder vollumfänglich noch garantiert eine On-Page-Optimierung allein in den meisten Fällen ein gutes Ranking bei Google. Die On-Page-Optimierung ist aber das Fundament für ein Top-Ranking bei Google. Insbesondere wenn qualitative Off-Page-SEO-Maßnahmen folgen, wird ein gutes Ranking bei Google immer wahrscheinlicher. Jeder kann mit der nötigen Disziplin und Beharrlichkeit SEO-optimiertes Schreiben lernen. SEO-Texte schreiben lassen, zum Beispiel durch eine SEO-Agentur, würde ich nur in besonderen Fällen empfehlen, etwa wenn die Agentur in dem relevanten Themengebiet über das nötige Fachwissen verfügt. Ansonsten empfehle ich dir, deine Texte in Zukunft selbst zu schreiben oder dass jemand bei dir im Team mit dem nötigen Fachwissen die Texte verfasst. Bei Company for You and Me bieten wir dir hier die Möglichkeit, ein SEO-Coaching bei uns zu machen oder du buchst online einen unserer Experten für die Suchmaschinenoptimierung. Wir haben hier unterschiedliche Pakete, die wir dir hier anbieten können. Was mich nun interessieren würde, hast du deine Webseite bereits on-page optimiert? Wenn ja, was war für dich hier die größte Herausforderung? Und falls du eine Webseite hast und diese Suchmaschinen optimieren lassen möchtest, schreib in den Kommentaren einfach die URL deiner Website, dann können wir gerne eine kostenlose On-Page-SEO-Analyse für dich vornehmen und dir das Ergebnis mit konkreten Änderungsmaßnahmen gerne per E-Mail zusenden. Das war's soweit für heute. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen und dass du hier etwas Brauchbares für deinen weiteren Unternehmensaufbau mitnehmen konntest. Wir würden uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und ein Like bei diesem Video hinterlässt. So würdest du uns auch bei unserer Arbeit tatkräftig unterstützen und bei unserem Vorhaben, mehr und mehr die Demokratisierung von Unternehmenserfolg voranzutreiben. Bis zum nächsten Mal, deine Andrea.